Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ja, gleich vorweg, ich bin etwas erkältet, zumindest beginnt es gerade. Wahrscheinlich wird es irgendwann genau durchbrechen, die absolute Männergrippe. Ich werde die Zeit nutzen, solange es geht. Wir sind in der letzten Folge hier an dem Grab gewesen, wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Hier war zumindest der Speicherpunkt. Hat es gerade gebimmelt? Na, wie auch immer. Und wir nehmen uns... Uah. Oh, Scheiße! Achso, wir müssen uns abseilen, okay. Und werden uns jetzt einfach mal abseilen hier. Was? Da hinten läuft irgendwas. Irgendwas läuft da hinten. Das gefällt mir gar nicht. Läuft da auf und ab. Oh, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl. Okay. Ich hoffe mal, das, was da läuft oder lief... Wow. Das sieht schon cool aus, oder? Hört. Dinge mitnehmen. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Und ist brennbar. Das qualmt. Alter, willst du mich umbringen, oder was? Spiel. Meine Fresse. Okay, die sind voll. Oh. Hab ich mich jetzt erschrocken. Nein. Wo? Da kommen sie. Es sind, glaube ich, immer zwei. Aua, aua. Oh, die armen Füchse. Mann, 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 Mann. Mann, 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 haben die mich erschrocken. Die armen Füchse. Was habe ich getan? Die armen Füchse. Ja. So. Ja, da oben ist eine Rolle. Da sind Pfeile. Ich, Idiot, baue welche. Naja, egal. So, wir schauen uns mal kurz um hier. Hier sind überall Pfeile. Ach komm. So ein Quatsch mit mir zu machen. So, wir haben da oben... Ah, okay, ich sehe schon. Super. Hier geht es nämlich nicht weiter, ne? Aber hier ist eine Stele zum Lesen. Okay, 77%. Sehr gut. Heulende Höhlen. Ich wollte gerade sagen, wo sind unsere Strippe? Aber nun gut. Hier ist überall Öl, was tropft, hä? Was ist das? Noch mehr Sprache? Okay, noch zwei Stück davon. Und... Na komm, hier muss man doch. Hier kommt man hoch. Da kommt man hoch. Hey.
So, was haben wir hier hinten? Hier ist irgendwas vergraben. Wir haben es geschafft. Ein Dokument über Wotan. Wotan ist ein uralter Maya-Gott des Krieges, der angeblich schon vor Anbeginn der Zeit alt gewesen sein soll. Er wird normalerweise ohne Zähne und komplett in Schwarz dargestellt. Über ihn ist nur wenig bekannt, außer dass er gerne kräftige Zigarren raucht. What? Interessanterweise ist er auch der Gott, der das Trommeln erfand. Okay, ist aber nicht der Wotan aus der anderen Mythologie, ne? Klingt ja fast genauso. Vielleicht haben sie ja Ähnlichkeiten. Monolithen freigeschaltet. Okay. Dialektverbesserung und ein Lager. Gucken wir mal. Wir haben einen Fertigkeitspunkt, das lassen wir mal. Wir können aber wieder Upgrades machen. Auch bei Waffen können wir Upgrades. Aufsätze 2 von 3. Feuerrate, die ist, glaube ich, egal. Der Schaden ist, glaube ich, erstmal wichtig. Ja, wir könnten sogar... Okay. Ah, wir haben so viele Gegenstände hier. Ah. Okay, warte mal. Vielleicht lassen wir uns noch was hier führen. Schaden, Präzision. Okay. Und dann nehmen wir uns einen Bogen. Vielleicht. Oh, da fehlen jetzt Fälle. Ah, schade. Schade, 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 schade. Aber wir haben ja den hier, ne? Den Puka-Hooks. Puka-Hook. Wir können schnelle Reise machen. Dazu müssen wir nochmal irgendwann ins Anfangsgebiet. Okay, hier werden wir bestimmt weggepustet. Oh! Okay, hier müssen wir irgendwas machen. Hier drüben kann man auch lang. Ich weiß nicht, ob es hier dann schon rausgeht. Das muss der Ausgang sein. Okay, da wollte ich nicht hin. Wir sind ja noch nicht fertig, ne? Da könnte es rausgehen. Ja, das wollen wir aber noch nicht. Warte. So. Könnten wir vielleicht hier... Ja, so geht's auch. Okay. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Das war aber nichts, okay. Da ist irgendwas. Ist alles ölig hier. Wo? Irgendwo sind Tiere. Vielleicht kann ich das irgendwie löschen. Ich überlege gerade. Warte. Komm, mit Schwung. Nee, wirkt sich nicht aus. Löschen. Löschen. Hier wäre was, glaube ich. Ah. Wir leiten den Wind um. Das ist mein Weg. Welcher Weg? Oh, Scheiße! Hoch mit dir! Hier haben wir noch was. Gleiche Spiel.
Okay, ich probiere es mal mit Gemütlichkeit hier lang. Okay, haben wir. Was ist das hier? Aus Versehen gesehen, unsagbare Reichtümer. Aber wir haben hier ein Problem. Komm, 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 komm. Wir haben hier ein Problem. Was ist denn, wenn ich die Dinger jetzt wieder zumache eigentlich? Weil das Feuer ist ja jetzt aus, ne? Müsste doch. Genau. Okay. Was passiert da? Das Problem... Ah, warte. Ich ahne schon. Nee, kann ich nicht. Was soll ich denn hier machen? Ich muss die Blockade zerstören. Hä? Ich brauche mehr Kraft. Nee, da komme ich nicht oben ran, ne? Mit Wind könnte das gehen, vielleicht. Aber so nicht. Komm, 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 komm. Nee. Ich kann ja den Links da nicht hinpacken. Ich müsste das Ding da kaputt machen, wahrscheinlich. Oder? Komischerweise. Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Okay, ungünstig. Hä? Ich bin gerade puzzelmäßig, hä? Nicht auf der Höhe. Komisch. Es gibt immer eine Phase, aber ich komme nicht da oben ran. Oder ist hier unten was? Nee. Ich muss die Blockade zerstören. Ich könnte ja mal... Ach, warte mal, ich Idiot. Ich Idiot. Besser? Ich muss die Blockade zerstören. Da drüben ist eine Blockade. Ja, das... Oder die... Nee... Ich muss das irgendwie zerstören. Ach, ich verstehe schon. Warte. Jetzt.
Okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So, jetzt machen wir schnell den Windler aus. Ja. Kann ja passieren. So, und los, Witz. Sehr gut. So, jetzt können wir nämlich hier in der Mitte rüber. Und können das Ding hier machen. Etwas hält ihn in Position. Ja, aber was? Aber was? Jetzt müsste man gucken. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ja. Ich gucke ja gerade eigentlich. Bliebe ja nur. Was ist das da oben eigentlich? Eigentlich bliebe doch nur die Kombination das hier. Mit dem da. Von einem Problem zum nächsten. Hier kommen wir noch nicht. Ja. So, hier gucke ich mal, dass ich den gleich noch abschalte nochmal, bevor uns hier irgendwie stört. Dann komm. So. Hier machen wir den Stell erstmal aus. Ich glaube, den brauchen wir ja nicht. Na. Mich würde mal interessieren, wo die eigentlich herkommen. Nee, andere Richtung. Okay, haben wir. Ich müsste theoretisch dort oben raufkommen. Wenn ich da oben stehe, dann könnte ich dann einen Bups machen, ne? Und durch den Wind. Aber dazu müsste ich da oben raufkommen. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Aber das bringt nichts. Kann ich irgendwie da oben rauf? Nein, ne? Ich kann nicht da oben rauf. Mir nützt auch nichts da. Ich bin überfragt. Diese Puzzles. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ja, wie? Das? Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Ach so, warte mal. Nützt nichts. Hä? Haben wir da hinten irgendwas? Nee. Können wir da irgendwie oben ran? Nee. Keine Chance. Ey, also. Huch. Ich hätte gesagt, ich muss die beiden miteinander verbinden, dann den Wind anmachen und durch die Bewegung zieht er den da raus. So meine These. Aber wie komme ich da hin? Weil der kommt ja hier vor und ich kann ja, wenn, dann nur da oben ran. Ah, sorry, dass das hier gerade so schleppend geht. Wie komme ich da hin? Ich
kann ja nichts machen. Ich kann ja auch nicht darüber, wisst ihr? Ich habe auch keine Möglichkeit, dort hochzuspringen. Der Wind ist zu stark für mich. Ja, das ist bewusst, aber... Ich forsche mal kurz, ich bin gleich wieder da. Es hat nicht anders sein. Ich muss die Blockierung der Läden lösen. Warum auch immer, dass man das nicht so ohne weiteres erkennt, finde ich ein bisschen schade. Wahrscheinlich liegt es am Schwierigkeitsgrad, ich weiß es nicht. Ist halt so eine Sache, ne? Zumindest kann ich jetzt mich hier runterhangeln lassen. Und das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit gesagt habe. Gut. Genau. Das müsste halten. Genau, das müsste halten. Jetzt ist die Frage. Wie wir rüberkommen wieder. Achso, wir können ja wahrscheinlich hier rüberhangeln. Genau. Lass uns hier runter. Setzen wir das andere Pendel in Bewegung. What? Oh, bitte, ich muss nicht nochmal alles neu machen, oder? Okay, gut. Danke. ja, passiert nun mal. Dann sollten wir es doch vielleicht... Setzen wir das andere Pendel in Bewegung. Ja, dann sollten wir es vielleicht doch diese Folge schaffen. Uiuiui, habt ihr das gesehen? Da kam zum Schluss nochmal so ein langer Flug. Na? So, jetzt aber. So, jetzt können wir. Jetzt können wir den Pfropfen hier hinten machen. Ja. Und können damit das Feuer auspusten. Und jetzt wissen wir auch, warum das da unten oder allgemein hier bellt die ganze Zeit. Ich ahne Schlimmes gerade. Obwohl, nee, das Feuer ist, glaube ich, aus jetzt, ja? Schnell, 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 schnell. Ich glaube, wir haben es geschafft. Halt! Mantel des Hurrikan. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer und Explosion. Der Wind heult nicht mehr. Interessant. Zeit hier zu verschwinden. Jetzt müssen wir noch schnell hier raus. Es war ein interessantes Rätsel, wenn gleich an der einen Stelle doch ein bisschen fies. Ich habe auch nicht richtig hingeguckt. Ich will das jetzt auch nicht alles auf das Spiel schieben und auf die Darstellung kurz jucken hier. Cooles Rätsel auf der einen Seite, weil das doch einiges an hin und her und so, ne? So. Dann machen wir hier kurz Rast. Jetzt haben wir nämlich einen weiteren Fähigkeitenpunkt. Ach, jetzt können wir welche kaufen. Aha. Da wie auch immer. Wir haben zwei Stück. Wir wollten noch irgendwas machen. Erledigen Sie lautlos einen zweiten Feind. Lockfallen. Aha. Länger Atem anhalten. Leuchtmunition, keine Ahnung. Automatisches Plündern. Herausforderungsobjekte, was haben wir hier?
Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf zwei Erfasste? Sehen Sie Fallen? Munition, Ressourcen. Was ist das hier? Ach, das ist das Sammler. Das haben wir jetzt so bekommen. Schwierig, schwierig. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen Sie kurzzeitig im Schaden. Ich glaube. Zusätzliche Aufspüren? Nee, das erstmal nicht. Ich glaube. Haben wir hier noch irgendwas? Durch Feinde. Ah, ich bin so unschlüssig, aber ich muss ja irgendeins nehmen. Seltene Tiere zu finden. Ach komm, ja. Lockfallen. Ich glaube, die werden wir später definitiv benötigen. So, ach so, Inventar. Klamotten. Wir haben ja ein neues Outfit. Derzeitig haben wir die Kaiserin Jaguar-Weste. Haben wir das noch nicht? Nee, haben wir noch nicht, hä? Ist das hier ein komplettes Outfit oder was ist das? Wir bleiben dabei. Okay. So. Wir müssen noch schnell raus hier. Das machen wir jetzt ja noch. Huch. Und. Sauber. Ich hab's gesehen. Alles voll. Was? Kann nicht mehr tragen. Wie alles voll? War mir reingekommen? Ich glaube ja, ne? Jawohl. Okay, hat doch geklappt. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir doch niemals im Leben reingekommen. Ah, sieht cool aus. Ah, hier sind wir. Okay, dann kommen wir jetzt noch auf die Schnelle raus. Wollte gerade sagen, da geht's aber nicht lang. Hui. Laden. Und jetzt, heißt das nochmal komplett nach oben, hä? Ist das hier?
Ach da, ich sehe es. Wow. Das war knapp. Jawohl. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind so gut wie durch. Was? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach komm, hör auf. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wo müssen wir denn hin? Alles voll. Alles ich kann voll. Nicht mehr tragen. Alles voll. Nee, doch nicht. Sag mal, wo sind wir denn? Ach, wir sind ja hier lang gelaufen. Pass auf, dann machen wir jetzt hier einen Cut an der Stelle, weil wir sind draußen, das ist gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.